Hallo aus meinem Auto, mein Name ist André Neumann und um dieses Auto geht es heute, also nicht speziell um mein Auto, sondern generell um das Auto und zwar um Kamerawinkel und Kameraausnahmen aus und um den Auto. Diese sogenannten B-Rolls sind dafür da, damit dein Video spannender bleibt und du ein gewisses Storytelling in deinen Videos erzielen kannst und der Zuschauer dranbleibt und sich denkt, wow, davon möchte ich gerne mehr sehen. Ich quatsche auch nicht weiter, gar nicht lange um den heißen Brei, sondern fangen wir direkt an mit den Winkeln aus dem Auto. Winkel Nummer 1 ist hier ein Winkel aus der Mittelkonsole. Die Osmo Action 3 habe ich einfach die Mittelkonsole reingelegt. Das Ganze sieht so aus. Und ja, hier ist ganz cool zu sehen, dass man Lenkbewegungen dann erkennt von dem Fahrer und man kann sehen, dass geschaltet wird und das Ganze vermittelt einfach, ja, dass man zu einem gewissen Ort hinfahren möchte, beziehungsweise gerade hinfährt oder aber auf dem Weg von A nach B ist. Dann gibt es hier die sogenannte Frontalperspektive, die zeigt den Fahrer, wie er sich zum Beispiel die Landschaft anschaut. Oder aber wenn bei ihm vor ihm irgendwas Spannendes passiert. Und hier ist ganz cool zu sehen, dass man so ein bisschen was von der Umgebung sieht, wenn sich das Fahrzeug bewegt. Equipment, was du hierfür brauchst, ich habe das zum Beispiel jetzt auf diesem mitgelieferten DJI Mini Tripod. Steht hier ein bisschen wackelig, wenn ich jetzt fahren würde. Du kannst als Alternative aber auch hier so einen Gorilla Pod nehmen und den kannst du flexibel aufstellen und ja, so ein bisschen sichern, dass das nicht rutscht oder verrutscht während der Fahrt. Dann gibt es noch diesen Winkel von außen auf der Motorhaube mit dem Blick in das Innere des Fahrzeugs und man erkennt so ein bisschen von der Umgebung was. Und das ist ein Winkel, den ich sehr interessant finde, weil er einmal die Umgebung zeigt und den Fahrer, wie er handelt. Ihr habt mich jetzt gerade gesehen, wie ich rückwärts gefahren bin und ja, ein sehr, sehr interessanter Winkel, wie ich finde. Benutzt habe ich dafür ein Magnet-Tripod bzw. so einen Saugnapf. Ist ein ganz billigen, den ich hier habe. Benutze ich tatsächlich jetzt auch das erste Mal. Aber der hält bombenfest. Ich war jetzt gerade mit knapp 50 km/h unterwegs. Schneller würde ich damit tatsächlich nicht fahren. Aber für so B-Rolls reicht das auf jeden Fall. Dann siehst du hier jetzt eine Perspektive aus dem Hinterraum des Fahrzeugs. Die Kamera befindet sich auf einem ganz normalen Stativ, welcher auf dem Sitz steht. Und auch hier finde ich, dass es eine sehr interessante Perspektive ist, weil sie zum einen zeigt, welche Handlungen der Fahrer vornimmt, indem er zur Seite guckt, schaltet, lenkt etc. Zeigt aber auch hier wieder ein bisschen was von der Umgebung, wo der Fahrer sich gerade befindet oder auf welchem Weg er gerade hin ist. Hier hast du jetzt eine Perspektive von der Seite, also im Profil quasi oder im Halbprofil. Und bei mir ist es so, dass das Stativ jetzt auf dem Gorilla-Pod steht, auf dem Beifahrersitz. Du kannst hier als Alternative aber auch ein großes Stativ benutzen und das dann in den Fußraum aufstellen. Du kannst einen Saugnapf benutzen und die an die Innenseite der Fensterscheibe dran machen. Du kannst aber auch das Gorilla-Stativ benutzen und es am Griff festmachen. Also hier hast du tatsächlich viele Möglichkeiten, diesen Blickwinkel zu erzeugen. Und auch hier finde ich es wieder ganz interessant zu sehen, welche Handlung der Fahrer vornimmt. Er guckt sich die Umgebung an, lenkt das Fahrzeug, mit dem er unterwegs ist. Und auch hier wird wieder ein bisschen was von der Umgebung gezeigt. Dann gibt es noch sogenannte Wheelshots oder Aufnahmen von dem Reifen. Und wenn das Auto hier in der Fahrbewegung ist, bringt das Ganze so ein bisschen ja, wieder Dynamik und Bewegung ins Bild und der Zuschauer bleibt wieder dabei und die Aufmerksamkeit wird erhöht, weil der Zuschauer unterbewusst denkt, jo, wo fährt er denn jetzt gerade hin? Dann gibt es bei den Wheelshots noch einen Winkel von oben, das ist quasi so ein Top-Down-Shot auf den Autoreifen. Benutzt habe ich hier für die Osmo Action 3. Und die habe ich einfach per Magnet an die Karosserie des Fahrzeugs befestigt und das hat super gut gehalten. Das hier ist ein Winkel, den ich jetzt nicht fürs Fahren benutzen würde, weil das doch sehr instabil ist. Das Gorilla-Pod steht einfach nur quasi auf dem geöffneten Fenster. Den kann man ganz cool benutzen, um einfach zu zeigen,
wie derjenige einfach ins Auto steigt, dann mit dem nächsten Shot beginnen, wie das Auto quasi losgeht. Das hier ist einer meiner Lieblingswinkel, weil er einfach viel von dem Akteur zeigt. Benutze ich ganz gerne, um zu zeigen, wie ich ins Auto einsteige. Dann kann man zeigen, wie man das Auto startet und einfach drauf losfährt. Oder aber man kann es auch benutzen, wenn man schon in der Fahrbewegung ist, um einfach wieder zu zeigen, wie derjenige lenkt und die Umgebung einfach zeigen kann. Winkel von unten sind jetzt nicht die vorteilhaftesten, weil man auch gerne mal schnell das Doppelkinn sieht. Aber auch diese zeigen wieder eine gewisse Eigendynamik in dem Video, weil es einfach Kamerawinkel sind, die man so tatsächlich eher selten in den Videos sieht. Hier ist ein Winkel von schräg unten. Steht quasi links im Fußraum, da wo die meisten Wasserflaschen Platz haben in der Türinnenseite. Und ja, auch hier erkennt man das Lenkrad wieder und die gewisse Handlungen von mir jetzt zum Beispiel, wie ich die Umgebung abchecke. Ja, das waren jetzt auch schon so die gängigsten Winkel, die ich benutze für meine B-Walls. Ich hoffe, für dich ist der ein oder andere Winkel dabei, den du noch nicht kanntest, den du vielleicht jetzt mal umsetzen möchtest in deinen nächsten Videos, um deine Videos einfach ein bisschen interessanter zu gestalten und das Storytelling einfach, dass das einfach ein bisschen mehr Emotion hat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen da. Schreib mir gerne in die Kommentare, welchen Winkel du gerne mal ausprobierst in einem deiner nächsten Videos. Ja, meine Favoriten habe ich dir ja gesagt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.